Hallihallo und herzlich willkommen hier zum lang versprochenen. Also, ersten 10 Sekunden rein, Hundehintern. Perfektes Video. Ja, ist sehr extrem, ne? Ja, sehr extrem. Sehr gutes Stichwort, lieber Dominik. Denn diesmal hat es geklappt, liebe Freunde. Ihr seht ein Extrem-Video. Ja. Ein neues Spiel hier auch bei Extrem. Es wurde schon angekündigt, wir spielen Catherine. Wir haben ja schon einiges dazu gesagt, das heißt, wir können jetzt eigentlich, müssen nicht so viele Worte hier verlieren. Nee, wir müssen nur eine Warnung aussprechen an euch alle da draußen. Vorsicht. Für die Zuschauer des anderen Geschlechts. Wir sind in Wirklichkeit ganz lieb. Ja. Wir sind ja gar nicht so. Wir sind gar nicht so. Aber ich habe mir extra für dieses Spiel so einen kleinen Porno-Vibe stehen lassen. Ja. Nein, also wir sind da noch nicht so. Das könnte auch Dreck sein. Könnte auch Dreck sein. Nein, also wir sind wirklich nicht so. Nee. Also, eigentlich nicht. Nee, wir sind eigentlich gar nicht so. Aber wir machen es jetzt zu Unterhaltungszwecken, werden wir vielleicht jetzt die ein oder andere chauvinistische Aussage tätigen. Vielleicht. Zu Unterhaltungszwecken. Zu Unterhaltungszwecken. Das ist natürlich Satire. Rein satirisch. Das ist, und Satire darf alles. Richtig. Ja? Außer Lügen. Zum Wohl. Außer Lügen. Weil das heißt, also wir dürfen jetzt nicht sagen, Frauen haben drei Beine. Das sind Männer. Oh Gott. Ich würde sagen, wir verlieren gar keine weitere Zeit, sondern starten mit der Aufnahme dieses tollen Spiels. Und da sind wir hier in wunderschönen Xbox Dashboard, was ich nicht mit der Dings verbinden kann. Und diesmal geht's richtig los hier. Jetzt geht's ab. Aber sowas von. Pass mal auf, ich sag dir das. Und du hast jetzt mal deinen Ton. Wir haben hier noch ein bisschen zu tun. Nee, weißt du, wie das eigentlich passiert ist? Zu Ton haben wir. Was ist passiert? Ich habe mich mal eine Weile wieder nicht rasiert und dann dachte ich, jetzt muss ich mich mal. Also rasieren Weile, oder hast du einfach. Ich hab's ja gesehen, 3 Monate nicht rasiert. So sah's aus. Und dann habe ich mich rasiert und habe dabei aber den Fehler gemacht, ich habe Queen gehört. Ja, das ist schlecht. Und dann dachte ich so, oh, Freddie Mercury hat eigentlich auch einen coolen. Nee, eigentlich nicht. Doch, ja, eigentlich war das ein sehr hässlicher Mann. Ja, aber die Popelbremse war schon ziemlich cool. So, dann geht's los mit. Wieso spiele ich eigentlich? Weil wir wechseln uns doch ab, haben wir doch gesagt. Ja, wie wechseln wir uns ab? Das müssen wir uns heute erklären. Nein, wir wechseln uns nicht pro Teil, ab, sondern nach drei Teilen. Nach drei Teilen. So, dafür gibt's schon mal für dieses. Das ist schlecht. Warte, das können wir regulieren. Haben wir da eine Doppelung? Da haben wir. Das können wir aber ganz einfach regulieren. Ha! Reguliert! Ich bin der große Regulator. So. Für das Menü gab es schon mal jetzt von mir einen Schluck Bier. Oh Gott, ja. Indexkorb. Weil, wie gesagt, ihr wisst ja, bei Extrem gibt es für jeden What the fuck Moment Bier. Und deshalb drückst du jetzt Start. Aber ich kann. Any-Button. Ja, wo ist denn der Any-Button? Nein, aber das Digipad und sowas klappt schon mal nicht. Ich kann halt. Ja. Wir das kann ich keiner Xbox Online. Ja. Nehmen wir hier Bummi-Platte, wisst ihr ja. Enjoy our story by taking control of our tormented main character and leading him to freedom. Freedom! Ja. Jetzt haben wir uns doch was. Konfiguration erstmal. Was ist denn Babel? Was ist denn Golden? Ach, der steht überall noch. Take on the trials. Okay, also du kannst ja. Achso, wenn man das, also kann man das quasi wieder spielen. Genau. Für die, die sich wundern, ich habe auf die Schnelle nur die internationale Version bekommen. Ja, das heißt, wir spielen jetzt hier auf Englisch. Wir können auch alle Japanisch. So. Vibration natürlich an. Gibt es nicht irgendwie so wie Untertitel oder so? Warte mal. Kamerakontrolle. Up-Down ist Reverse, natürlich. Für dich? Für mich. Storage Select ist ja Bummi-Platte. Ja, gut, dann gibt's wahrscheinlich generell Untertitel, habe ich so. Ich hoffe es doch mal. Ja, das ist natürlich das Spannendste hier gleich. Nee, ist ja. Achso, ich kann mal hier. Damit ihr nicht so viel von dem Spiel seht, stelle ich mir noch einen Timer. Okay, da geht's los. Den Golden Theater. Wahrscheinlich, ne? Golden gibt's Theater. Gibt's denn noch einen Hidden Menü von? Nee, ja, wenn du. Nein, ist ja egal. Gut, dann machen wir hier ein New Game. Start the story from the beginning. Ich finde das schön, dass er das alles vorliest. Dann musst du nicht lesen. Wir nehmen normal, richtig? Ja, weil, ach so, if you're a player who's only interested in Catherine for the story. Ja, I came for the plot. Ja. This mode is balanced for beginning players. Attack challenge. Average players. Komm hier, wir sind so doof, sind wir nun. Thrilling action. Wieso liest er das nicht vor? An experience of thrilling action. You can only find in Catherine. So.
Are you a total den Witz oder die Story haben wir schon mal erzählt, ne? Dass es also ein Porno gibt, der den Titel trägt in Diana Jones. Ja, ja. Ja, okay. Ist ja kein Witz, so gesehen. Ist ja nur nein, die Anekdote sozusagen. Ja. Aber kennt ja, glaube ich, jeder da draußen. Na los, jetzt mache! Porno-Bingo gespielt. Wie hieß das? Porno-Bingo? Wie hieß das denn? Porno-Bingo? Ja. Porno-Bingo ist eher so, ist eher so was bestimmtes. Jetzt startet doch das Spiel, Mensch! Ja, okay. Experience. Enjoy the strange Grab a Snack, jawoll. Strange Tale of Catherine. Hier, die tollen Marken. Mhm. Was? At the birth. All the world's a stage. Ah, and das, all ist krass, das ist krass, das ist krass, das ist ein Alter, was ist hier los? Geil. Ey, Professor Layton, oder was? Boah, cool. What the fuck? Das hat erstmal was verdient. Ich knister noch ein bisschen rum. Spannend. Yeah! Das ist wirklich Professor Layton. Haben wir das falsche Spiel? Oh. Okay. All the rings. Cool. Zitieren die jetzt ganz viele Filme oder was? Golden Playhouse. Das klingt irgendwie so ein Bordell. Ja. Welcome to the Golden Playhouse. So, ich habe meinen Snack gegrabt. Boah, das sieht ja schon mal cool aus. Ja. With glamour, a lovely storm awaits you. Good evening. Welcome to the Golden Playhouse. Hallo. Your guide for the night is me. The Midnight Venus, Trisha. Trisha. Ja. Have you heard Trisha hat einen extrem großen Afro. They say, if you fall in a dream, don't wake up before you land, you die. Afro. In real life. Okay, er hat es gerade erzählt, wenn man im Traum fällt und nicht landet, dann stirbt man im echten Leben. A man with a certain curse has a terrifying week. Our hero in this story is Vincent Brooks, age 32. He's an earnest and kind man. But one day, we begin to see him have terrifying nightmares. Alter, halt die Schnauze. On top of that, a torrent of sweet seduction swoops down upon him. What a playboy. Aber komischerweise sind es in den in Animes und solchen Geschichten immer diese komischen Typen. Das sind nie die gut aussehenden Typen, die all die Mädels abkriegen. Oh, wir sind also, wir entscheiden über das Schicksal vom guten Travis. Raise the curtain. Travis? Ist der Travis? Habe ich jetzt gerade schon wieder den Namen falsch gesagt? Vincent. Travis ist Desperate, no More Heroes. Desperate Struggle, also No More Heroes. Das ist Travis. Weil der sieht genauso aus, weißt du, der ist genauso vom Typus her genauso wie. Heißt aber Vincent. Okay, was ist hier? Oh, Spannung. Hey, where'd you go? Snap out of it. Wer ist das denn? Were you even listening? Sure. You know, you've been a little out of it lately. Is everything all right? You've been spacing out left and right. Oh, sorry. I had to work early this morning. So geht's dir. Mir? Ja. Ja, jeden Tag, jedes Mal, wenn wir uns begegnen, hast du mir auch zugehört? Ah, ich bin heute früh aufgestanden. Das ist, ja. Ich bin halt auch wieder früh aufgestanden. Du bist halt auch wieder früh aufgestanden. Acht. Boah, ist das früh. Ja, super. Vincent Brooks. Catherine McBride und Catherine. Das sind zwei verschiedene. Orlando Haddock. Die Namen gefallen mir. Jonathan Arriger. Tobias Nevins. Das sind coole Namen. Erica Anderson. Das stimmt, das klingt wirklich eine Pornodarstellung. Und The Boss. Was Bruce Springsteen spielt mit? Steve Delahome. Yeah. Also für das Intro gibt's auch nochmal Bier. Das ist schon cool. Sushi and the Sheep. Mm. Ja, die Schafe dürfen natürlich fehlen. Animated Works Studio 4 Celsius. Mm. Yeah. Und Ameisen gibt's auch. Cool, die plötzlich wegploppen. Boah, coole Sache. Ja, 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 ja. Das ist doch, so würden wir Hip-Hop machen. Ja, 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 ja. Yo, baby, yo, baby, yo. Go, Ninja, go, Ninja, go. Go, Ninja. Ah, Vanille Eis. Okay. Ah, ja. Alles klar, läuft.
Ich schätze mal, wir träumen. Also ich hoffe es nicht. Also wie gesagt, wenn man im Traum stirbt, stirbt man in... Nee, wenn man fällt und nicht den Boden erreicht, sozusagen. Dann verliert man sich. Aber sterben kann man ansonsten nicht? Och, ich weiß es nicht. Es geht gleich los, ich bin ganz aufgeregt. Wow. Muss wohl da rauf. Oder noch runter? Ach, scheiße. The Underground Cemetery. Und jetzt? Was muss ich denn? Wo muss ich hin? Help me. Wo bin ich denn? Ist das eine Karte? Ich muss wahrscheinlich hoch, wa? Hurry up and climb. Hurry up and climb, ja. Ah, so ein kleines Tutorial, glaube ich, oder? Ja, das wäre das Schlimme, wenn es jetzt nicht wäre. Where is this place? Save your breath and start climbing. If you fall, you're dead. Okay, das habe ich schon gehört. I'll die. You fucking serious? Yo, you fucking serious? The bottom of the stage is falling. Okay, wir haben also konstant Zeitdruck. Das ist ja spitzklasse. Genau das richtige Spiel für mich. The directional pad to move and climb. The directional pad, ja, nicht? Ja, das kann ich. Ja, muss man sich auch erstmal... Los, nach oben! Hat er gepupst? Los, schnell! Schnell, schnell! Nein, das falsch! Der pupst! Schnell, schnell, schnell! Ah, der geht nicht, was? Au! You can climb one block at a time, right? How am I supposed to move these things? Hi. Press the A button to grab the block. Welchen? While holding the block, use the directional. Also du musst den ja so hinschieben, dass du auf den nächsten drauf kommst. Komm, kriegst du ja von hier nicht hin. You can also undo your last one. Oh, undo, das ist sehr gut. Also wir können dann quasi den letzten können wir rückgängig machen. So, schieb, zieh ein! Ja, ich. Ah ne, hier, den. Oh. Nee, halt. Halt, halt, halt! Oh, das wird ja richtig gut, ich sehe das schon. Und ziehen, yeah! Bam. Alright, das ist ein Kissen. Kissen! Finding and picking up a mystic pillow. Mystic pillow. The mystic pillow. The mystic pillow. Grant you additional continue. Achso, alles gut. So was wie Leben sind das dann quasi. Damit wir die... See one. Make an effort to get make an effort. It'll be worth the effort. Yeah, it'll be off worth the effort. Also, los jetzt! Der Brust. Ey, das... Yeah! Du hast so raus. Wow. Und jetzt das... Jetzt wird's aber auch scheiße hier. Kannst du rausziehen? Yeah! Oh Gott. Cool! Klettern. Ich bin Wahnsinn. Danke für den Tipp. Don't just push blocks around without thinking about it. They'll collapse and you can put yourself into an impossible. Ach so, ja klar, wenn du einen unter dir wegziehst, der irgendwie einen anderen hält, das ist natürlich richtig scheiße. Moving blocks around carelessly can make things more difficult for you. Wir kennen uns. Oh, das wird richtig scheiße. Start pulling a block to make some footing. To make some. Den hier? Zum Beispiel. Ja, nimm einen jetzt! Los! Los, hoch! Schnell! Schnell! Zieh wieder einen raus? Ja, genau, das sieht gut aus! Und jetzt da oben! Ja? Was ist das? Geld? Sehr gut! Sehr gut! Great! Und los! Yeah! Du hast es raus! Oh, da geht's nicht! Okay! Das ist sehr wichtig, was uns jetzt erzählt. Was denn? These blocks aren't normal. They'll lock into place and support your weight, even if they're only touching by their edges. Sehr gut. What's that supposed to mean? They connect at the edge. Even if a block has nothing directly under it, aha, as long as it's touching an edge, the edges glow blue. Ah, das heißt also nur, wenn wir quasi einen so außen, der keinen berührt sozusagen, ist gut, okay. Try. Ja, was denn? Wie denn? Was denn? Wo denn? Los, hoch jetzt! Warum? Weiß ich nicht. Das war doch total falsch gerade! Nee, ich will ja hier ran. Das war auch falsch, du hättest den ziehen müssen. Wen denn? Wie willst du zu dem Geld jetzt kommen? Weiß ich nicht. Sehr gut. So geht das. Ja, ja. Sehr gut. Das ist gut gemacht. Jetzt hoch. Und jetzt? Wir ziehen wieder. Na klar. Warum? Ich verstehe nicht, wann hier welche runterfallen und wann nicht. Ja, und jetzt? Ziehen. Nee, ich muss ja... Und was machst du jetzt? Ja, ich muss doch hier... Sonst komme ich ja da gar nicht hoch. Ah, sehr gut. Aber ich komme nicht zum Geld. Kack. Was denn jetzt? Nee, was denn? Wo denn? Welche Edges? Ich verstehe. Das doesn't make any sense. Ja. How is it not falling? I mean, what about gravity? Don't think about it. Just use it to your advantage. They won't fall. So make stairs with them. Ja, du musst dir keine Gedanken machen, nur wenn sie sich nicht mehr gegenseitig irgendwie berühren. Is the core of successfully scaling the tower. Nur wenn sie überhaupt keine die Ecken sind ja die Kanten. Ja, ich weiß ja, aber was hoch heißt, da! Wo denn jetzt? Na, da ist doch Geld! Ach ja. Zieh's raus! Right, I got it. So. Und jetzt da hoch! Das zum Beispiel, das fällt rein. Wo da, rein? Na, das Feld würde runterfallen irgendwann, wenn du sie... Das kann ich jetzt. Ja, na klar! Da! Sehr gut! Right, I got it. Hehehe!
Oh Gott, das wird richtig schlimm. Das war richtig spaßig. Weil du anscheinend so. Was, wo, wann, manchmal, warum? Ich verstehe nicht, was sie wollen. Ja, das fragen wir auch. As you near the top, you will hear a bell ring. Ach so. The exit is near. Juhu. Anyway, good luck. If we both make it out of here alive, we'll meet. Hey, hey, wait a second. Na so? Na hoch? Ne, da geht's nicht hoch. Kann ich das wieder rauf? Nein, das geht nicht. Dann da, der Seite hoch. Da hoch. Und spring rüber. Geht nicht. Dann zieh was raus. Was denn raus? Na, da ganz unten. Oder unten. Zieh raus. Ne, das geht ja nicht. Das geht nicht? Philipp, das geht nicht. Dann schieb. Mach so ein... Nein, nach oben. Wo? Nach oben. Ja, geh wieder nach oben, wo du eben gerade warst. Ach so, ja, und dann? Na, dann schieb den Block doch einfach ach, in die Lücke. Ach, den kann ich ja reinschieben. Ja, gute Idee, Moment. So. Ach, der... Oh. Das war falsch. Warte, und du? Jawohl. Und jetzt mache ich wieder das Gleiche. Ich kann die auch gleich dahin schieben, ne? Und los, wir sind gleich da. Warte, ich mach's noch ein bisschen spannend. Und dann... Ja, super, und los. Und bam. Ich weiß überhaupt nicht, was sie wollen. Yeah. Also, ja, ein bisschen habe ich's, aber ui. So ein bisschen habe ich's, also normalerweise... Ach nee, es geht weiter, oder was? Okay, what was the fuck? Great escape! Ja, ja. Safety Bonus. Oh, wir kriegen echt massig Kohle. Wahrscheinlich ist das übrigens wenig. Das ist wahrscheinlich total wenig. Man kann sich dann für 1 Million ein neues Kissen kaufen oder so. Oh, eine Lampe. Silver Prize. Was fällt denn da raus? Sind, ne, das sind irgendwie so 2 gehörnte Engel mit einer Glocke. Natürlich. Wer kennt sie nicht? Ha! Achievement unlocked. What the fuck? So. Wow! First day, Vincent's room. 8.10 Uhr, da bin ich heute auch aufgestanden. Ist das nicht ein Zufall? Aber ich wette, was jetzt kommt, das war bei dir nicht. Space Tourism. So sah es in deiner alten Bude aus. In Bremen. Stimmt, in der Klinik. Ne? Richtig. Oh Gott. Es handelt eigentlich von mir. Ne, das glaube ich nicht. Ich glaube auch. Weil... Was denn jetzt? What? Was hat er? Guck doch, ob es nass ist. Oh Gott. Das handelt von mir. Das ist du. What the fuck? Ach, scheiße, schon wieder nicht eingepisst. Aber was ich meinte, also das ist in den meisten solchen Animes oder so, sind das immer so dürre Heringe, ja, so wie ganz du. Normal, also ja? Ist ja normal, weil die der meisten, Normalmensch hat der Normaljapaner ist ja so ein Hering. Just a little under the weather. Da können sie ja nicht hier so eine japanischen... Sorry. Ja, aber komischerweise kriegen sie trotzdem die ganzen hübschen Frauen, weißt du? Ja, so. Natürlich. Du weißt, dass man das sieht, was du mit dem Hund machst. Kratzen, ne? Guck mal, diese Sabbat. Okay, jetzt immer wieder. Wer ist das? Chrono Rabbit. Chrono Rabbit. So, are you getting anything extra for this? For what? Yeah. For all this overtime you're doing. Overtime? Bin ich hier Betreuer? Overtime. This time, do you usually get overtime pay? Well, no, but... So you don't get anything. Cooler Job. Kannst viele Überstunden und man kriegt nichts. Warum ist das eine pinke Tasse? Here, 2 sugars. So trinke ich meinen Kaffee auch. Das ist doch nicht Tee. Hey, so trinke ich meinen Tee nicht. Have you ever had a dream where you died? You mean like... Where you're in danger? No, no, where you actually died. Also ich muss jetzt schon sagen, ist no, wesentlich in der spielt in der wesentlich höheren Liga als er eigentlich. So. Well, that sounds like you. Oh, das ist Ameise. Oh Gott, das hat bestimmt irgendwas zu bedeuten. Nee, wahrscheinlich nicht. Hey, how many years have we been together? Ach, das ist unsere Freundin. Ja. Oh man. How long have this been? Los, Dominik, das ist deine Stärke. Erinnerung. I'm asking you. It's just my mother's been calling me up and asking how we're doing. Oh. She's worried about me. Ist doch Kaffee. She knows I've got a career that keeps me busy. Das kann doch Schwarztee sein? Yeah. I mean, it's easy to keep things like they are now, but I don't know.
Sometimes easy's best. Guck, wie er anfängt zu schwitzen. Aber er weiß genau, was jetzt passiert. Ja, ja, wenn die Frauen dann kommen und sagen, so, jetzt aber Nägel mit Köpfen hier, mein Freund. Ja, Dominiks Antwort auf sowas ist immer klar. Das hat er mir auch schon gesagt. Wow! Das ist meine Antwort auf sowas. Was ist denn da los? Das gibt erstmal ein Schlückchen. Worum geht's eigentlich? Unexplained. Wahrscheinlich bei dem Traum gestürzt. Wahrscheinlich, ja. Foulplay? Also, okay. Catherine keeps telling me how her mother is constantly calling her. Ah, das haben wir seiner Gang. She's not worried about it, though. Vinny. And what do you think? So, who are you betting on? Come on, pick one. Augenbrauen, Wimpern. Are you kidding? Women's wrestling? What I know. Die gucken sich Frauenwrestling an. Was ist das, dein Bruder da? Sounds to me like she finally wants you to tie the knot. Ja. Oh. Er ist der Obercoole. Er ist der awesome. Frauen, Männer, es ist ihm vollkommen egal, es ist so. What else could it mean? I've known you since we were kids, but wow, you. Ich sag ja, yes. Sie sind, hey, nee, die wollen. Die wollen. Also, sie gesagt, wollen. Sie hat ja gesagt, meine Mutter fragt so, ne, so wie das Schwiegermutter nun mal tun. I don't think we need to run out and get married. You know, it's like we're comfortable where we are. Are you? Yeah, that's what she said. And that's most important to her. She's always been the ambitious type, right? Ja, warum hat sie sich eigentlich mit so einem... Like wir sind ja wahrscheinlich so ein bisschen so ein halber Loser, so. Besides, you're single könnte too. Könnte von Hugh Grant hey, gespielt werden. I'm still looking for my soulmate. Wisst ihr? Er ist so der... Ja, ich war nicht so... Nein, er ist so... Ich suche die wahre Liebe. Ihm ist so... Weißt du, er ist so... Wahrscheinlich ist er der Ted. Then I'll never get married. Achso, komm, ich meine, ich muss jetzt erstmal... Chief. Anyway, did you hear about Paul? He's dead. Paul is dead? Oh Gott. Paul McCartney. Paul? He's dead. Paul McCartney ist das nicht der Typ, yeah, den Kanye West jetzt so berühmt gemacht hat? Ach, dieser unbekannte kleine Straßenmusiker oder den Kanye West da unter seine Fittiche genommen hat. Voll gut, dass der auch mal unbekannt ist. This morning is the. Yeah. The mystery dead on the news. Paul, also ein guter Freund Paul ist gestorben. Holy shit, no way. Maybe we'll all wind up dead tomorrow too. Shut the hell up. Nennen wir ihn jetzt Mr. Wimper? Man, I hate the news. They're always trying to push their agenda for ratings. Toby. Okay, so erst der Toby. Der heißt Toby. Mr. Wimper. Speaking of crazy stuff this morning. Also erst Chief. Das ist der Chief. Also ich weiß nicht, am Ende heißt er. For the first time since grade school. Oh, das hat man gar nicht gesehen. Ich hätte gedacht, nee, ich hab auch gedacht, das sieht man. I had a really scary dream. But I don't remember what it was about. Ja, Dominik weiß auch nicht, worum es da ging. Nee. How old are you? 32. I know that. Was für Jobs haben die, dass die, weiß ich nicht, um so eine Uhrzeit in der Bar rumhängen? Wie viel ist das denn? Achso, das ist 21 Uhr irgendwas. Echt? Stand das da? Ja, ja, stand. Na gut, dann ist es in Ordnung. Oh, where you guys going? Stick around. Dann ist mit der Beziehung alles Bach runter, mein Freund. No, I just saw today. Hast du das schon gesehen? Ja, das ist eine gute Grundlage zum Heiraten. Ja. Wenn man sich so denkt, ach, ich habe sie auch heute schon gesehen. What does she see in this poor fool? Das denke ich mir gerade auch. I gotta be in early tomorrow. Don't drink too much, okay? All right. Das hast du wieder komische Träume. See you later. See you later, Mr. Wimper. Toby. Toby, Mr. Toby Wimper. Toby. So, was machen wir jetzt? Ja, tolle Uhrzeit. Kann viel erkennen. Es gehen wohl 20 Tage rum. What? Das gar nicht. Ist das der Ladebildschirm? Ja. Ist auch toll, wie ständig dieses Golden Playhouse-Logo. Ja, ja, das ist ja eine Geschichte des Golden Playhouse. You got mail. Oh, you got mail? Straight sheep. From your phone. You can check your text messages oh Gott. And save. Ist ja wie bei GTA hier, gleich kommt Roman. Ah, it's Roman! Wanna have some, wanna go bowling? Nein, Roman, richtig nicht. You can even write oh. Some messages. Be sure to read them. Wenn, ja, ja, na klar. Ja, in, out, hier, in, received. Drei Stück.
Wer ist denn April? Ach nee. Oh. Cryos, Catherine. Wir gucken erstmal, was ist denn Cryos vorhin. About text message hash. Meine spannende Time mit Stray Sheep. Das ist nämlich das Stray Sheep. Das ist, so heißt diese Kneipe. Ah, okay. You will receive. Aber nur da. Das ist ein prima Anbieter. Nur in dieser Bar kriegen wir, haben wir. Das ist so ein ganz lokaler. Der hat so. Ja. Nur dort. Das ist die Telefongesellschaft, wird von der Bar gesponsert. Ja, das ist die Straight Cheap Communication. So, depending on how you reply, Vincent's feelings and those of the person he is writing to may okay, also change. Wir müssen aufpassen, was wir können nicht das komplette Arschloch hier sein. Wir können nicht wie bei Lords of the Fallen sagen, das ist eine Abtei hier, da braucht nichts zu suchen. Richtig. When you press the confirm button. The firm button. Boah, ja, geht's los! Da geht's los, ja! A new line will be added to reply. Press the cancel button to erase the last line and press the confirm button again. Different phrase. Ist, glaube ich, selbsterklärend, wenn man es einfach gemacht hat. Ja. Be honest with your choices. Ja, aber sowas von. Und was ist hier? Check-in von Catherine. Catherine. Es wird vorgelesen. Nee, wird nicht vorgelesen, sie stöhnt bloß. Like I said before, wir können jetzt replyen dann. Okay. Having, das machen wir gleich. You know, with some old friends, it's surprising. Most of them are already married and almost have... Oh, scheiße. Oh, Gott. They're all showing off pictures of their families and makes me feel left out. Maybe it's time to get out of our comfort zone. Oh, okay, reply. Komm. Nein, und wir sagen... What? Alter, können wie wir... Wie was? Alter, können wir wirklich... Nein. Enter, ha? Huh? Aber Enter ist doch... Hast du jetzt gedrückt? Ah. Does that bother you? Enter? Oder willst, wollen wir gucken, was er sonst noch schreiben würde? Ja, wir gucken mal. You're overthinking? Oh, nein. Ich kann momentan nicht denken. Tut mir leid. Nee, geh wieder zurück. Gucken wir, was es noch gibt. Okay, alles klar. Wir haben die drei zur Auswahl. Does it bother you? Also, stört das dich das? Was sag mal denn? Oder you're overthinking? Nein, you're overthinking ist so nach dem Motto, es ist, ach komm. Ja. Does it bother you? Ja, okay, also stört dich das? Komm, nächste, komm. Ach, man kann mehr oder was? Ach du Scheiße. I worry about it too sometimes. Nee. We should work at our own pace. Ja, das ist. Oder was kommt? Das dritte? Was ist das dritte? Ach so, nee. Oh, Scheiße. Ach, man kann es doch wieder wegmachen. Okay, oh, sehr gut. Ist es some kind. Ist das eine Falle? Ja, okay, nehmen wir das zweite, das ist cool. We should talk about this. Okay, das klingt erstmal jetzt. Okay. Ja, dann wollen wir, oder? Nein, das ist das nächste. You don't need to constantly compare yourself to others. Eigentlich nicht schlecht. Ja. Das ist so, ey, wir zwei. Ja. Ja, wir sind special. Ja. Okay, es gibt nur. Wir nehmen das, oder? Das ist nicht schlecht, ja. Also, let's catch a movie sometimes. Ja, das ist nicht schlecht, aber das nächste, was gibt's noch? So nach dem Motto, let's fuck. Aber ganz ehrlich? Nee, komm. Die schreiben sich, hey, wir sollten mal zusammen ins Kino gehen. Und sind aber auf dem, naja, komisch eigentlich, auf dem Level, wo man schon über das Heiraten nachdenkt, also sie zumindest. Merkwürdig, merkwürdig. Later, dude. Ja, komm. Ja, ja, okay, komm. See ya. Si, senor. Okay, alles klar. Oh Gott. Bam, bam, bam. Oh, bist du? Gut, oh Gott. Guter Engel, blauer Engel, nicht roter Engel. Klar, wir sind doch. Wir sind der beste Freund. Was kann ich hier links und rechts? Warum kann ich hier? Achso. Kannst du darauf antworten oder was? Auf nee. Customer. Nee, da komm dann weg, weg. Out? Habe ich ein Award? Ah ne, das ist das, was gesendet wurde. Ja, guck doch mal. Das ist das, was wir können. Safe kann ich. Ja, das ist erstmal, safe. Safe ist erstmal nicht schlecht. Yes, sir. Stray Sheep. Okay, alles klar. Okay, alles klar. Alles easy. When certain words and actions change Vincent's inner ideas. Also ich denke mal, der blaue Engel ist gut. Ich denke doch auch. Okay, okay, alles klar. Vincent's words and actions will affect. Ja, ja, okay, das ist schon mal nicht schlecht. Remember. The 5th of November. Hey. Hey, wer? Ach so, okay. Marriage, huh? Figured this would happen eventually, but just change jobs. I don't want to give her trouble. Oh Gott, jetzt kriegen wir die Antwort. Das müssen wir noch. Spam? Bestimmt Spam. Congratulations. Congratulations. Fantastic news. You successfully what? Awards. Die kriegen auf unser Handy, dass wir eine Traumsequenz. Awards, gehen wir mal hin. Underground Cemetery. Silver Prize. You want reattach. Wollen wir es nochmal machen? Nein, Quatsch. Also wir können, aber das ist das Image. Image? Mach mal Image.
Oh, wer kann sich yeah. das? Yeah! Bad, wir haben nur einen. So. Mensch. Gute Sache. Okay, alles klar. Yeah! So, wollen wir hier erstmal einen Break machen? Da war doch noch was. Kannst du nochmal in dein Handy gehen? Wie geht das? Parents out of the blue, it's not like her. It's late. Okay, alles klar. I'm getting late. It's getting late. Oh Gott. Okay, danach machen wir jetzt dann Schluss. Jetzt machen wir Break. Egal, was jetzt kommt, können wir einfach auf Start drücken oder brechen wir dann irgendwelche Sachen? Ich weiß es nicht. Fragst du mich? Ich hab das Spiel auch noch nie gespielt. Ja, aber es könnte sein, du. Ich bin Spieledesigner. Oder du sagst einfach irgendwas voller Selbstbewusstsein, was und du glaubst mir das dann. Hier, zwei, wir sind drei. Immer noch am Saufen. Ich habe jetzt Pause gemacht. Ich habe aber Pause gemacht. Ach, hier kann man. Das ist der Fertig, ja. Nee, musst du Pause drücken. Ah, okay, sehr gut. So, jetzt dann machen wir Pause. Okay. Jetzt gehen wir raus aus dem Spiel. Das war der erste Teil, liebe Freunde, der extremen Unterhaltung. Extremen Unterhaltung. Mit Catherine. Also es ist schon einiges Extremes passiert. Also die Traumsequenzen, die sind ziemlich abgefahren. Ich weiß bis heute nicht, was... Bis heute weiß ich nicht, was man... Morgen weiß das, oder? Ja, irgendwas rausziehen und... Ja, komisch. Das alte Ryan Rouse Spiel. Das alte Ryan Rouse Spiel. Das kommt bestimmt auch noch. Sehen wir auch bestimmt auch noch. Da kommt definitiv noch was. Also wir wissen, wir sind Vincent Brooks, wir sind 32. Wir pissen ins Bett. Wir sind mit einer gewissen Catherine zusammen, mit K. Catherine mit K. Weil nicht hier die Catherine mit C. Catherine McBride übrigens. Catherine wenn das kein Foreshadowing ist, also wenn das nicht so den Schatten vorauswirft. Die will heiraten. Ja, und zwar uns. Und wir wollen ins Kino. Unverständlicherweise will man uns heiraten. Ja, das kann ich auch nicht verstehen. Wir haben eine coole Truppe. Chief und Toby, alias... McWimper. McWimper. Und ich will den Leuten schon wieder einen Namen geben. Und wir haben komische Traumsequenzen. Und in der Stadt, wir sind wahrscheinlich in Tokio, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Sagen wir einfach mal. Bis irgendwas anderes gesagt wird, befinden wir uns in Tokio. Und da ist irgendwie eine Todesserie. Menschen, Männer, Jungen unseren Alters werden irgendwie tot im Bett gefunden. Ja, mit grausigem Antlitz. Mit grausigem Antlitz. Richtig grausig. Also, ich finde mich auch... grausig. Ich finde mich auch immer jeden Früh mit grausigem Antlitz im Bett. Ich bin da zwar noch am Leben. Aber du bist nicht in den Nachrichten. Ja, noch nicht. Mann wacht auf. Und ist hässlich. Ach, jeden Tag wäre ein Kamerateam bei mir. Also, liebe Freunde, wir sehen uns im zweiten Teil mit Catherine hier bei Games of Gossip Ökström. Bis dahin, like, subscribe, kommentiert, macht's gut und auf Wiedersehen. Tschüss.